Toleranz, Liebe, Religion, Islam. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Aspekte des Islam. Im Namen Allahs des Gnädigen und des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unser heutiges Thema lautet die Frau im Islam. In den Medien wird sehr oft über dieses Thema berichtet. Aktuell gibt es einen Artikel im Stern zu den Frauen im Islam. Viele Muslime, gerade auch die Frauen, haben den Artikel gelesen und sind enttäuscht worden, weil der Islam wieder einmal angegriffen wurde. Wir suchen mit dieser Sendung den sachlichen Dialog und distanzieren uns von Gewaltattentaten jeglicher Art. 80% der Menschen in Deutschland haben Angst vor dem Islam, nur weil die Medien eine eigene Realität in Deutschland aufgebaut haben. Für diesen sachlichen Dialog sind wir hier. Seit kurzem gibt es ein Burka-Verbot in Frankreich und Belgien. Aber werden Frauen nun unterdrückt? Welche Rechte hat die Frau im Islam? Darüber diskutieren wir heute mit Frau Holla Mariam Hübsch. Sie ist für den interreligiösen Dialog der Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat zuständig und schrieb ein Buch über den Islam in den Medien. Assalamu alaikum, Frau Hübsch. Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Herr Abdulbasit Tariq, er ist Imam und Theologe und studierte in Pakistan deutsche Geschichte. Herr Tariq, assalamu alaikum. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Und Frau Cornelia Fuchs, sie ist die Autorin des Sternartikels Frauen im Islam in der Ausgabe 28 vom 8. Juli 2010. Sie ist uns heute live per Telefon aus London für eine halbe Stunde zugeschaltet. Und zu ihr kommen wir gleich noch einmal. Sehr geehrte Zuschauer, auch Sie haben heute wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen per Telefon zu dem Thema die Frau im Islam. Die Telefonnummer lautet 040 für Hamburg 325 990399. 040 für Hamburg 325 990399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de lautet die E-Mail, wenn Sie eine Frage haben zu dem aktuellen Thema die Frau im Islam. Und auch einen schönen guten Abend an alle Zuschauer, die uns über das Internet hier zuschauen. www.aspektedesislam.de lautet die Internetadresse, wenn Sie nicht in Hamburg wohnen und die Sendung trotzdem schauen möchten. Es gibt ja immer wieder viele Artikel zu solchen Themen, auch gerade zu den Frauen im Islam. Wie sehen Sie das? Also ich sehe, dass wir Muslime behaupten, dass Allah, wenn der Heilige Koran aufmacht, die erste Koranvers heißt im Namen Allah, das Gnädige, das Barmherzige. Mhm. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit. Mhm. Und dann lesen wir solche Artikel. Auf einer Seite, die Politiker geben sich sehr viel Mühe, dass die muslimischen Mitbürger in der deutschen Gesellschaft integriert werden. Mhm. Und solche Artikel eigentlich schaffen die Abstand zwischen den Europäern und den muslimischen Migranten, die hier angesiedelt sind. Mhm. Also kann man sagen, diese Artikel finde ich zum Teil einseitig, weil warum hat die Artikel, die Frau, die diese Artikel geschrieben hat, mhm. auch positive Dinge in der islamischen Welt über die Frau oder im Heiligen Koran oder die Zitaten auf dem Heiligen Prophet Muhammad, Friede Gott sei mit ihm, nicht erwähnt? Warum hat sie nicht erwähnt, dass der Heilige Prophet hat gesagt, mhm. das Paradies liegt unter dem Mutter der Fuß, ja. Unter den Füßen der Mutter. Ja. Mhm. Ja. Frau Hübsch, wie sehen Sie solche Artikel? Da würde ich eigentlich direkt einhaken an der Stelle. Es ist ja so, dass in dem Artikel durchaus schon auch positive Elemente erwähnt sind. Mhm. Also es gibt auch zwei gehighlightete Zitate von einer Filmemacherin zum Beispiel, die sagt, das, was der Prophet des Islams, Friede auf ihm, gebracht hat für die Frauen, das ist unerhört für seine Zeit gewesen. Es waren revolutionsartige Änderungen, die er gebracht hat. Er hat den Frauen Rechte gegeben, das wird erwähnt. An einer anderen Stelle wird auch erwähnt, dass wenn die muslimischen Frauen wirklich zu ihren Rechten kommen möchten, dass das beste und das machtvollste Instrument dafür der Koran ist. Das steht auch in dem Artikel. Und es steht auch in dem Artikel, dass der Islam an sich mit dem Thema Frauenunterdrückung nichts zu tun hat, dass er dafür auch ursächlich nicht verantwortlich ist. Mhm, das Problem ist aber, dass diese differenzierenden Elemente kaum wahrgenommen werden von dem Leser. Also die kommen zwar vereinzelt vor, aber es findet eine Art Framing statt. Also in der Medienwissenschaft sprechen wir hier von Framing, weil wir das Titelcover haben, das ganz stark in eine bestimmte Richtung geht. Also da heißt es dann Frauen im Islam. Also mhm. ursächlich ist quasi der Islam dafür verantwortlich, dass die Frau unterdrückt wird, denn der Untertitel heißt, wie sie im Namen Allahs unterdrückt werden und mhm. wie sie sich versuchen zu wehren. Okay. Also ich würde sagen, dass eigentlich, wenn es ist kein Zweifel darin, dass in manche islamische Länder, wo die Hungernot ist und mhm. Analphabetentum herrscht. Es gibt die Frauen, die wirklich von ihnen, die alle Grundrechte beraubt worden sind. Die Frauen sind unterdrückt und misshandelt. Das mhm. ist kein Zweifel. Aber
ist der Islam dafür verantwortlich, sondern ganz Gegenteil. Ja. Mhm. Also Missachtung der islamischen Lehre, Missachtung des wunderbare, schönes Beispiel des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Grund, warum die Frauen in manchen islamischen Ländern, wo keine Bildung bekommen, keine Rechte bekommen. Ja. Dafür ist nicht der Islam, sondern ganz Gegenteil. Also Missachtung der Lehre des Islam ist dafür verantwortlich. Mhm. Okay, vielen Dank erstmal bis hierhin. Sehr geehrte Zuschauer, Sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen per Telefon. Ich nenne die Telefonnummer auch noch einmal. Das ist die 040 für Hamburg, 325-99-0399. 040 für Hamburg, 325-99-0399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de, wenn Sie eine Frage haben zu dem aktuellen Thema, die Frau im Islam. Und ich möchte es nun noch einmal versuchen, mit Frau Fuchs eine Verbindung aufzubauen. Da frage ich die Regie nun, konnten wir Frau Fuchs erreichen? Frau Fuchs, schönen guten Abend. Können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt auch. Ja, Frau Fuchs, Sie sind ein wenig leise, aber wir können es doch noch verstehen. Vielen Dank erstmal, dass Sie uns heute Abend live zugeschaltet sind aus London. Frau Fuchs, wie kam es eigentlich überhaupt zu dem Artikel, den Sie vor letzter Woche geschrieben hatten? Also der Artikel sollte die Frage ein bisschen illustrieren, was ist eigentlich mit Frauenrechten im Islam? Weil in den Nachrichten, gerade auch in Deutschland, hört man immer sehr viel negative Sachen über Frauenrechte in islamischen Ländern. Also Frauen, die Hosen tragen im Sudan, die zu Peitschenhieben verurteilt werden oder jetzt auch wiederum die Steinigung der Frau im Iran, die gerade wieder durch die Nachrichten gegangen sind. Und uns hat man dann den Auftrag gegeben, einmal nachzusehen, wie verschiedene islamische Gemeinschaften eigentlich mit Frauenrechten umgehen. Und mein Kollege und ich sind konkret nach Ägypten und Pakistan gefahren und haben aber dann auch noch in anderen Gemeinschaften halt nachgeschaut, was das Thema eigentlich dort, wie das Thema dort vor Ort die Leute bewegt und was das vor Ort bedeutet, Frauenrechte. Ja. Also viele Muslime haben sich jetzt ja auch angesprochen gefühlt und waren wieder enttäuscht, will ich das mal nennen, weil sie sich jetzt wieder oder weil der Islam im Allgemeinen wieder angegriffen wurde. Meinen Sie das denn genauso, dass Sie hier mit dem allgemeinen Islam mit meinten? Also da möchte ich ganz entschieden sagen, dass der Artikel den Islam als Religion nicht angreift. Er greift die Männer an und man muss auch sagen, in einigen Gemeinschaften sicherlich auch Frauen, die den Islam dazu nutzen, patriarchale Strukturen aufrechtzuerhalten. Und das sagen wir ja auch sehr deutlich. Wir sagen, dass zum Beispiel in Marokko das Grundgesetz auf der Scharia basiert und dort ist Mann und Frau gleichgesetzt. Auf der anderen Seite hat man eben in der Saudi-Arabien die Situation, dass die Frau zwar vor Gott gleich ist, aber immer noch nicht in weltlichen Dingen, wie zum Beispiel dem Autofahren. Wir sagen zum Beispiel auch, dass in der Türkei Frauen schon 1930 wählen durften. Das ist 15 Jahre vor Französinnen und Spanierinnen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite dürfen Frauen in Kuwait erst seit 2005 wählen. Also ich glaube, dass der wichtigste Teil unseres Artikels geht darum, dass in den Köpfen von manchen, zum Beispiel in Ägypten, sich halt noch nicht viel bewegt hat. Also 3/4 aller Frauen in Ägypten zum Beispiel halten es immer noch für richtig, dass sie von ihren Männern geschlagen werden, wenn sie denen nicht gehorchen. Und natürlich ist das nicht der Islam, aber es wird in diesem Fall mit dem Koran, in dem konkreten Fall mit der Sure 434, gerechtfertigt. Und das ist genau das, was wir ansprechen wollen. Und wir zeigen ja dann auch Frauen, die genau dagegen arbeiten und uns dabei zum Beispiel auch Argumente aus dem Koran nehmen, um genau das... Wir haben hier im Studio zum einen Herrn Tarek sitzen, er ist Imam und Theologe. Zum anderen haben wir noch Frau Hübsch hier sitzen. Sie ist für den interreligiösen Dialog zuständig, der Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslimgemeinde. Und sie möchte auch etwas dazu sagen. Also ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass Sie versucht haben darzustellen, dass der Islam ursächlich nicht verantwortlich ist für diese Missstände und für die Unterdrückung der Frauen in diesen sogenannten islamischen Ländern. Aber was ich dann nicht nachvollziehen kann, ist, warum dann auf der Titelseite steht Frauen im Islam, sodass jeder Leser automatisch denkt, der Islam ist die Ursache dafür, dass Frauen unterdrückt werden. Die Unterzeile heißt ja, wie sie unterdrückt werden. Und warum dann bestimmte Koranverse, und zwar eindeutig solche Koranverse, die oft missbraucht werden, die missinterpretiert werden können, die aus dem Kontext gerissen worden sind, wo das vorher nachher nicht berücksichtigt wurde, warum die dann gehighlightet sind in Großformat und warum eigentlich positive Elemente aus dem Koran, positive Äußerungen des Propheten, ja, oder einfach eine liberale Lesart, eine angemessene Interpretation dieser Koranverse, warum die ziemlich untergeht, allein was die visuelle Darstellungstechnik